Sehr geschätzte Damen und Herren, begrüße Sie ganz herzlich hier an der Veranstaltung «Die Natur plant mit, bauen mit Naturgefahren». Und ich möchte hier an dieser Stelle natürlich die Gelegenheit ergreifen, um auch ein wenig aus meinem Metier, aus der Meteorologie zu berichten. Denn wir müssen uns immer vor Augen halten, Unwetter, gefährliche Wetterlagen, die Schäden bringen, die sind Teil des ganz normalen Klimas. Das Klima gibt sozusagen die Rahmenbedingungen vor, respektive aus dem Wetter über mehrere Jahrzehnte definieren wir die Rahmenbedingungen und benennen dann diese statistischen Eigenschaften wie Extremwerte, Wiederholungsperiodizitäten, Mittelwerte etc. des Wetters als Klima. Und selbstverständlich muss man sich dann überlegen, wenn gewisse Rahmenbedingungen sich über die Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte ändern, dann ändert sich natürlich eben unter Umständen bzw. ganz sicher auch das Wetter. Es stellt vielleicht da und dort neue Rekorde auf, verschiebt vielleicht den Mittelwert und dann sprechen wir eben im Prinzip mal ganz unspektakulär von einem Klimawandel. Und es geht dann darum, herauszufinden, eben, welche neuen Gegebenheiten hier beim Wetter dann zu verfolgen und zu beobachten sind. Aber nochmals, es ist ganz klar, wenn wir in der Schweiz, im Alpenraum sowieso, durch die Landschaft fahren, die Augen offen halten, dann sehen wir überall Relikte von früheren Naturkatastrophen, wie eben jüngst in Bondo passiert ist. Und wir möchten in den nächsten 1,5 Stunden etwas beleuchten und durchleuchten, was können wir gegen diese natürlichen Gefahren in unserem Lebensraum tun, wie können wir uns schützen und ganz konkret natürlich, was können wir für Maßnahmen ergreifen im Bereich Bauen. Und damit wir eben als Einstieg etwas vor Augen halten können, was da das Wetter für Gefahren mit sich bringt, freue ich mich, den ersten Referenten vorzustellen, Herr Peter Ruch. Er ist Kommandant der Feuerwehr von Zofingen und er berichtet von diesem Unwetterereignis am 8. Juli 2017 in Zofingen. Und ich bitte Sie eben hier, die Augen offen zu halten, die Ohren offen zu halten und zu sehen, was eben das normale Wetter eben bringen kann. Herr Ruch, ich bitte Sie ganz herzlich und danke für die Aufmerksamkeit. Herr Peter Ruch. Geschätzte Besucher, ist es erlaubt, wenn ich Schweizerdeutsch rede, oder? Gut, also recht herzlichen Dank den Veranstaltern für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier auf Basel gekommen, an die Messe. Ich bin das erste Mal hier an dieser Messe. Auch merci vielmals. Euch danke vielmals, dass ihr das Interesse habt, hier zuzuschauen. Auch ich war eigentlich von einer Minute auf der anderen in der Schlagzeile. Ich wollte es nicht, gesucht. Selbst Samstag war wirklich ein schöner Samstag auch bei uns in Zofingen. Wirklich warm, über 30 Grad Mittag. Ich war selber im Garten. Die Turnhose, oben nichts, das ist klar. Ja, dort noch gedacht, ja, es kommt vielleicht ein Gewitter, aber meistens geht es bei uns so viel links, rechts durch, also Richtung Basel vom Borne weg oder Richtung Luzern. Wir haben mehrheitlich eigentlich Schwein bei uns so viel, es geht entweder links oder rechts vorbei. Auch selbst Nachmittag habe ich gedacht, es geht wieder nebendurch. Obwohl noch eine Unwettermeldung kam, ist etwa 1,5–2 Stunden vorher, aber auch dort haben wir Erfahrungen. Wenn so Meldungen kommen, nehmen sie mal entgegen. Wenn wir reagieren darauf, passiert meistens nichts. Und wenn es nicht kommt, dann passiert es. Auch dort, zu dem sage ich, ich Mittag selber noch den Rasen gesprengt, hätte ich nachher auch nicht müssen. Oder? Und dann hat es grösser noch nicht, bevor es richtig Unwetter angefangen hat, um 20:05 Stunden vorher, hat Schwein recht gewittert, gestürmt, Hagelblitz und dann hat es wirklich auch Starkregen gegeben, etwa 15 Minuten, 4 Stunden vielleicht. Und dort war das erste Problem, ich war noch daheim. Der Hagel wirklich, also Haselnuss, grosse Körner sind dort oben runtergekommen, der Hagel hat alles abgebrannt, Blätter und alles Bäume kaputt gemacht. Die Blätter hat es mit dem Starkregen mitgeschwemmt, mit dem Sturm natürlich auch verteilt. Und in dieser Phase hat es praktisch alle Kanalisations-Einlaufschächte zugetan mit dem Laub und mit dem grossen Hagel.
Und dort ist das erste Wasser schon oberflächenmässig weg, natürlich neben raus. Das war das. Auf das aber habe ich mich entschieden, ins Magazin zu gehen, aus Erfahrungswert. Ich wohne etwa Kilometer weiter weg. Als ich ins Magazin gekommen bin, musste ich feststellen, dass das Magazin auch schon Wassereinbruch war. Dach haben sie überlaufen, die Leitstelle hat schon langsam geflutet. Aber gegen dem, wo wir nachher antroffen, war das ein Binetz. Wir konnten dort kleine Massnahmen ergreifen. Wie gesagt, etwa 20 ab 5 ist losgegangen mit der ersten Meldung, wie sie eigentlich immer kommt bei uns zu Ofigen. Im Gemeindegebiet Mühltal, Richtung Spital, die es vielleicht kennen, ist ein Bächli dort, wo mehrheitlich überläuft, wenn es mal recht regnet. Die Gefahr ist dort, nachher, man hat dort, wo man seit Jahren Wasser hat, in diesem Teil in Blöcke drin gebaut, mit Tiefgaragen. Das ist klar, braucht es heute. Tiefgarage-Einfahrten sind in der Regel, und dort ist es sowieso, wenn der Bach überläuft, kommt er auf die Straße raus und wo ist der nächste Weg? Richtung Tiefgarage, die ist auch noch der Flucht drin. Dann füllt sie mal die. Dort haben wir eigentlich wollen Schadenverminderung machen mit unseren Sperrinnen, die wir haben, die wir die können einsetzen können. Zu dem sind wir leider nicht mehr gekommen. Das ist da losgegangen. Das zweite Unwetter hat sich dann angekündigt. Es ist dann wirklich losgegangen. Etwa eine halbe Stunde, drei Viertel, fast eine Stunde hat das gemacht. Also man hat gemeint, die Welt ging unter oder wirklich das Ofigen geht unter. Auch wieder starkes Gewitter, Sturmböen, Hagelschlag, Starkregen über dem gesamten Gemeindegebiet. Auch dort noch einmal sind Äste, Bäume, Blätter oben runtergekommen. Das Oberflächenwasser konnte nicht mehr weg können auf der Kanalisation, auf der Strasse, weil alles schon zu war mit Hagelkörnern, mit Blättern. Das konnte man nicht mehr vorher frei machen, weil es im Normalfall ist, über das Bauamt, über den Werkhof. Das ist zusätzlich gekommen zum Wetter, das gekommen ist, zum Wasser, das gekommen ist. Es ist von den Wäldern runtergekommen, über die Felder rein, die Bäche sind angeschwollen, die Strassen sind überflutet. Ihr seht hier auf dem Bild, das jetzt gerade ist, das ist die neue Unterführung, die wir seit 2 Jahren haben. Wir hatten dort früher einen Bahnübergang gehabt. Heute wären wir, oder dann wären wir froh gewesen, wir hätten den Bahnübergang noch. Da sind wir froh gewesen, dass es endlich eine Unterführung gegeben hat. Etwa 2 Drittel am Tag ist der zu gewesen. Und jetzt ist man natürlich nicht mehr gekommen. Wir haben das ganze Gemeindegebiet, das ist jetzt ein Bild von einer Grossbaustelle, auch die jetzt natürlich flutet. Das ganze Gemeindegebiet von der Stadt Zofingen, inklusive Altstadt, hat es geflutet, und zwar flächendeckend. Wir haben innerhalb von Stunde, anderthalb, über 500 Schadenmeldungen bekommen. Über die kantonale Feuerwehralarmstelle der ersten Zeit noch. Die ist nachher zusammengebrochen. Die haben grössernordnung 7 Tage etwa 8000 Schadenmeldungen müssen entgegennehmen, verarbeiten. Es ist nicht mehr gegangen, als man das normal hätte machen können. Es hat noch funktioniert über Mail und Fax. Meldungen zu uns, die haben wir aber müssen kanalisieren. Das ist das Bild von der Altstadt. Kanalisieren. Viele Leute sind ins Magazin gekommen, sich melden und gesagt, sie hätten einen Schaden, sie wären froh, jemand könnte helfen. Viele haben noch telefoniert. Was auch war, ist, man hat gesagt, rund über 500 Schadenmeldungen. Auch das ist eigentlich ein einmaliges Bild, das ihr hier seht. Das ist die Autobahn A1 in Oftringen. Auch die ist nicht mehr gelaufen. Die hat es komplett geflutet in Oftringen unter. Die Autobahn ist stillgestanden. Die Autos waren da neben aussen gewesen. Rund über 500 Schadenmeldungen sind zu uns gekommen, und Zofingen selber hat rund etwa 6.500-7.000 Schadenmeldungen gehabt. Auch hier hat sich gezeigt, dass die mehrheitlich die Bevölkerung Verständnis gehabt, dass wir nicht gerade kommen konnten. Selber angefangen haben, selber geschaut haben, auf dem Bild gesehen, das Altersheim Zofingen seinte. Auch hier die Altersheimbewohner konnten nicht mehr berunden können sein. Es hat den ganzen Keller geflutet. Es hat die Cafeteria und alles geflutet, die waren im oberen Bereich. Zu dem Zeitpunkt auch kein Strom mehr. Wie gesagt, ein grosses Kompliment der Bevölkerung. Es war wirklich eine außerordentliche Lage. Ich bin mir dort eigentlich einen Moment auch vorgekommen im falschen Film. Wir hatten so viele Meldungen gehabt, wir konnten es in der Anfangsphase nicht kanalisieren und sagen, wo sind Prioritäten. Auch das hat zu Problemen geführt. Grössere Schadenlagen war die Altstadt selber. Das hat es zu meiner Zeit eigentlich auch noch nie gegeben. Ich bin doch 47 Jahre dafür, wird es Ofigen, wovon 27 Jahre. Als Kommandant. Auch hier ist das Dienstleistungsgebäude am Bahnhof. Auch das hat es komplett geflutet mit der Tiefgarage, die dort unten drin ist, 3-stöckig. Überall etwa 1 Meter, 1,5 Meter Wasser drin kam. Das ist die Altstadt, nachdem das Wasser abgelaufen ist. Auch hier hat es noch diverse Arbeiten gegeben. Dann ein grosses Vorpotenzial war Spital Zofingen, die wir es vielleicht kennen. Wir haben dort auch vom Wald her, vom Gebiet her, Strassen. Wiesen, die oben runterkommen, das ist alles oben runtergekommen über die Strasse. Wie gesagt, es konnte nicht mit Kanalisation kommen, es ist runtergelaufen. Im Spital, Haupteingang rein, Cafeteria gefüllt, den Keller gefüllt und man hat dort fast müssen den ganzen Spital evakuieren, weil man dann hätte stromlos machen müssen. Und dort die ganze Technik und die Operationssäle und alles
betroffen gewesen wären. Zum Glück ist das nicht passiert. Das ist die Meldung, die plötzlich reingekommen. Wenn ihr seht, Altersheim hatte, der wichtige Punkt, wir haben eine grössere Militärunterkunft in Zofingen, im Rosengarten, hinter der Schulanlage, auch die hat es geflutet, und zwar in einer Sekunde hat es die gefüllt und rausgespült, dort war nichts mehr ganz. Und dort haben wir einen riesen Schwein gehabt. Am Ende darauf wäre die in der Schulklasse mit etwa 60 Kindern, und ich wäre ganz sicher, hat es die Kinder gehabt. Und da könnte ich selber ausmachen, was dort hätte passieren können. Also ist es wohl, dass dort niemand drin war. In einer Minute hat die Anlage gefüllt bis oben und einfach alles kaputt, alle Wände rausgetanzt. Das sind die Strassen um Zofingen herum, um die ganze Stadt Zofingen herum, sind etwa so gewesen. Die nicht können, drüber rein, sind drüber rein, halt, so wie es gegangen ist. Dann auch Industrie- und Chemiebetrieb, wo wir geflutet haben, wo es geflutet hat. Im Mühltal hinten, ein Chemiebetrieb, hat der Bach über die Strasse hier, also der Bach, die Strasse selber, einen Meter Wasser, hat die ganze Fassade weggerissen. Es kommt dann noch ein Bild durch den Chemiebetrieb, durch alles rausgespielt. 500-600 Meter Richtung Zofingen und Oftringen, einfach alles mitgenommen, was sie mitnehmen konnten. Auch dort haben wir ein grosses Glück gehabt, dass die Fässer, die Chemiefässer, ganz geblieben sind und wir die wieder zusammensammeln konnten. Aber auch dort, wenn man ehrlich ist, muss man natürlich sagen, im ganzen Ereignis wissen wir nicht genau, wie viel Chemie oder Öl, als halt mit dem Wasser noch immer durch ist und der Bach ab in die Aare, in die Wiegen und so weiter. Und mit dem haben wir fertig werden. Sämtliche Tiefgaragen, die waren in diesem Bereich, haben es geblutet. Parkinganlage, Bahnhof, wie gesagt. Ein wichtiger Punkt auch noch die Unterführungen, Zofingen Ost-West. Wir sind ja getrennt durch die Bahnlinie. Wir konnten also nicht mehr von der einen Seite auf die andere Seite auf der Strasse Zofingen durch. Wir haben drei Unterführungen zu Zofingen. Jede war geflutet mit Meldungen als Linienbus drin stecken. Da war ein kleiner PW drin, Bahnhof-Unterführung, ein Auto drin. Wir wissen, dass die Leute drin sind. Auch dort haben wir priorisieren. Auch zum Glück hat sich dort herausgestellt, dass niemand drin war im Fluss. Aber wir haben es erst festgestellt, die Unterführung leer gepumpt haben, dass im Auto niemand mehr drin ist. Die Wohnüberbauungen und ein grosses Problem waren die Trafostationen. Diverse Trafostationen haben es geflutet, sind aber noch stundenlang unter Strom gewesen. Man hat nicht gewusst, warum das noch funktioniert, aber es war so gewesen. Das war das Ende. Die Problematik, die wir nachher im Nachhinein oder während dem Einsatz festgestellt haben, wir haben Gebiete, vor allem das Westquartier, Zofingen Richtung Industrie über, wo die Überschwemmungen oder Kauerfüllungen hatten von der Kanalisation her. Die Kanalisation hat nicht mehr glücken. Und das war das Problem natürlich. Die Menge hat es nicht mehr aufnehmen. Ist durch die Häuser rein, durch den Betrieb rein, also Chemiewehr Siegfried, die es kennen, die haben rund 200 Schadenmeldungen gehabt, nur im Areal innen, von Wasser, das über die Kanalisation eingedrückt hat. Auch die Feuerwehr hat sich selber müssen beschäftigen damit. Das war das Problem gewesen, und zwar wirklich in einer kurzen Zeit. Wir haben grosszügig müssen aufbieten. Wir haben total 15 Feuerwehren auf Platz gehabt, Stützpunkte, Chemiewehren, Lösch- und Rettungszug mit total 415 Einsatzkräften innerhalb von 36 Stunden. Dann weiter 15 weitere Dienste und Einsatzkräfte mit noch einmal total 185 Leuten. Also rund 600 Leute sind dort 36 Stunden lang im Einsatz gewesen. Könnt euch vorstellen, was das für eine Logistik braucht nachher noch. Organisatorisch, wir haben sofort einen Einsatz- und Stabsbildung gemacht im Magazin mit den Verantwortlichen und Organisationen. Auch dort haben wir ein grosses Glück gehabt. Wir haben den RFO, Regionale Führungsorganisation, Zivilschutz, haben wir auch aufgeboten. Die wären normalerweise in ihrer Anlage etwa 500 Meter weg, im KP unten. Haben sie nicht hier können. Erstens hat sie ein Materialmagazin auch geflutet dort in diesem Gebiet. Das Material mussten sie zuerst Wasser abpumpen, im Material Dings da rausnehmen, was sie können. Und der Führungsraum hat auch etwa einen halben Meter gefüllt. Dadurch haben wir uns entschieden, dass wir den Führungsstandort im Magazin aufbauen, im Theorieraum. Und das hat sich nachträglich als sehr gut erwiesen. Und zum Glück waren sie da gewesen. Wir haben eine kurze Verbindung gehabt. Wir haben kurz können organisieren und miteinander kommunizieren. Dann der ganze Schadenplatz. Wir haben gleich festgestellt, es trifft das ganze Gemeindegebiet ringsum, also ganz Gemeindegebiet. Wir haben das versucht einzuteilen in sogenannte Abschnitte oder Gebiete. Wir haben auch nicht führige Leute, das ist klar, nicht führige Führungsleute. Wir haben entschieden, oder ich habe mich entschieden, 5 Schwergewichtsgebiete zu machen, zu Zofingen selber mit Abschnittsoffizieren, sogenannte Abschnittsoffizieren, also Führungsleute vor oder Front. Mit klarer Auftragserteilung, was wir dort machen wollen. Wir haben noch 2 Abschnitte gemacht. Der eine war Strasse und Pech und der andere Elektrizität. So also haben wir geschafft, die ersten 36 Stunden.
Wir haben auch dort diverse Absprachen und Lagerabbörden gemacht, Grössenordnung auch 1,5-2 Stunden im Magazin mit den Führungskräften und den Einsatzorganisationen. Auch dort war die Problematik, wie können die verschieben, das hat man dann gleich festgestellt. In das Gemeindegebiet Zofingen, wir sind nie mehr durchgekommen, die Strassen waren geflutet, die Unterführungen waren geflutet. Wir hatten wohl Schadenmeldungen, das haben wir gehört, rund 500. Wir wollten die rekognoszieren, priorisieren, wo hast du Priorität, sind es Menschen gehört, Tier, Umwelt und Sachwert. Und auch dort ist der arme Abschnittsoffizier, sagen wir so, ist nicht weit gekommen, wenn er raus ist. Da sind natürlich die Nachbarn gekommen, die anderen gekommen, die telefonisch durchgekommen sind, auch noch da hineintreten. Und wir sind eigentlich nicht vorwärts gekommen. Wir haben vorweg zu sagen, nach 36 Stunden, solange der Feuerwehreinsatz dauert, haben wir noch nicht den hintersten und letzten Einsatz oder die hintersten und letzten Schadenmeldung können schauen, was los ist. Das hat ein bisschen Probleme gegeben, aber noch einmal auch dir gesagt, es ist wirklich super geschaffen worden. Und wir sind ja geschult, wir haben Ausbildung, wir haben die Gefahrenkarte, wir sind vorbereitet für gewisse Ereignisse, für normale Ereignisse. Was heisst normal? Auch wir so viele gewisse Unwetter, wo halt 30, 40, 50 Schadenmeldungen kommen in einem Quartier, in zwei Quartieren, die haben wir bis jetzt eigentlich immer können abschaffen. Aber wenn so viele Meldungen miteinander kommen, der ganze Gemeinde flächendeckend eigentlich untergeht, dann muss man anders funktionieren, anders arbeiten. Und da muss jetzt erst auch rein. Also das muss verstanden werden, auch bei uns in den Feuerwehrleuten, dass man halt nicht mehr kann, wenn das Telefon läuten, gerade zäckeln, sondern man muss zuerst koordinieren, absprechen, miteinander schauen, was machen wir zuerst, wo gehen wir hin. Wie gesagt, Prioritäten haben die Menschen gehabt, und da haben wir auch diverse Meldungen gehabt von Leuten, die eingeschlossen waren in die Häuser, in Lift, Mauern, die umgekehrt sind, wo Leute dahinter waren, oder eben Auto in Parkhäuser rund oder in Unterführungen, wo es nicht gewusst, ob es Leute drin hatten. Da haben wir auch diverse Brandmeldeanlagen gehabt, müssen bewältigen, das ist auch klar, haben Priorisierung gehabt, die verschiedenen Sachen, die ich gesagt habe, das Spital. Dann haben wir die Ablöseplanung natürlich irgendwann anfangen müssen. Wir haben doch gleich festgestellt, dass das länger geht. Das längt also einen Tag nicht, länger auch zwei Tage nicht. Längt auch eine Woche vermutlich nicht, das ist jetzt klar gewesen. Wir haben das gemacht über eine regionale Führungsorganisation und Zivilschutz, die Planung, dass wir auch sukzessiv die Einsatzkräfte können auslösen in jeder Formation. Der Wichtige ist auch die Planung und Sicherstellung der weiteren Einsatzbereitschaft. Auch das haben wir machen. Wenn eine weitere Meldung kommt, was machen wir dann, wenn ein Brand kommt, wenn sonst irgendetwas kommt, eine Strassenrettung. Auch das haben wir organisieren. Wir haben es dann mehrheitlich mit Nachbarfeuerwehren, Nachbarstützpunkten gemacht. Wichtiger Punkt, da sind wir heute eigentlich auch hier drin, in Presseinformationen, Medienkurzinformationen und Medienkonferenz. Auch da könnt ihr euch vorstellen, das Medieninteresse war sehr gross, natürlich schweizweit. Auch regionsweise, das ist klar. Hier vorweg ein grosses Kompliment und ein Kränzchen der Presseverantwortlichen. Sie haben es begriffen, dass wir nicht nach den ersten zwei, drei, vier Stunden schon etwas sagen können, sondern dass es halt länger geht. Die haben selber natürlich den Abschnitt im Gemeindegebiet haben die können schauen, die Leute fragen. Aber wir haben das können koordinieren über die verantwortliche Person von der Stadt Zofingen mit dem RFO, mit uns zusammen Pressekommuniqué zu erarbeiten und die nach einer gewissen Zeit können schriftlich abzugeben und die Informationen zu führen, nachher auch vor Ort, sei es im Magazin oder das, wo wir Zeit gefunden haben. Und das ist also wirklich akzeptiert worden und auch, es ist fair geschrieben worden. Und auch recht herzlichen Dank an die Pressedinge. Dann haben wir auch Ablöserabwehr natürlich müssen machen, Übergabe von der Einsatzleitung von der Feuerwehr. Ich persönlich bin 36 Stunden, zwischen 3 Stunden geschlafen, im Einsatz gewesen, vom Samstag zu Abend bis am Ende am Morgen. Auch dort ist die Frage gekommen, Ablösung, aber es ist noch schwierig, bei so einem Ereignis jemanden rauszulösen, der das Ganze kennt oder eben nicht kennt. Ich habe bis zum Schluss nicht kennt, was genau ist. Ich weiss heute noch zum Teil manchmal nicht, was wo abgelaufen ist. Wenn ich etwas Film gesehen oder irgendwie, muss ich auch sagen, habe ich das erste Mal gesehen, ist an mir vorbei. Auch das hat man müssen machen. Wir haben am Montag, am Morgen, am 7. haben wir den ganzen Ablöserapport gemacht. Übergabe von der Einsatzleitung an regionale Führungsorganisation und Zivilschutzorganisation von der Region Zofingen. Auch dort hat das nicht gelangt. Wir haben von Aarau, von Lenzberg Unterstützung mit Zivilschutzleuten. Auch das hat funktioniert. Der wichtige auch natürlich die Etablierung zum Parkdienstarbeit. Wir mussten auch wieder einsatzbereit sein für das Tagesgeschäft, wieder bereit sein, wenn es weitergeht. Auch das hat rund noch eine Woche gedauert. Also wir haben Grössenordnung am Montag mit Tag um 12 Meter weniger wieder unser Magazin für uns gehabt, zum Führen. Bis dann ist das Ganze über das Magazin geführt worden und der Rest der Woche der Zivilschutz im RFO.
Jetzt, was war positiv am Ganzen? Positiv war sicher, dass wir eine unfallfreie Schadenbewältigung hatten von den Einsatzkräften, Helfern und Bevölkerung. Also das ist wirklich, bin ich sehr froh, wir alle sehr froh. Wir hatten wirklich keine Verletzung, gehabt, nichts, außer kleine Schrämmchen, etwa ein Schnittchen oder Schiffel Wasser. Aber das war wirklich super gewesen. Was mich auch sehr gefreut hat, aber ich bin nicht unbedingt überrascht, sondern das ist jetzt bei uns so, es ist generell im Sicherheitsdienst so, die unbürokratische Unterstützung von der Region, vom Kanton, auch ausserkantonal. Wir haben Einsatzkräfte von Solothurn, Kanton Solothurn, Bern und Luzern, die uns helfen konnten, vom Kanton Aargau, die umliegenden Feuerwehren, Chemiewehren und so weiter. Also das hat alles unbürokratisch funktioniert. Da hat man miteinander telefoniert, die sind gekommen, helfen, obwohl sie in den eigenen Gemeinden zum Teil selber noch Schäden hatten, zum Bewältigen. Oder nachher, wo sie heimgekommen sind, müssen machen. Also auch da sieht man, trotzdem, was wir uns nicht können vorbereiten auf das Ereignis, hat es funktioniert. Es hat gespielt, dank dem, was wir einander kennen. Also auf dem gleichen Reden und Grundausbildung eigentlich haben. Das war super gewesen. Dann auch die Zusammenarbeit auf allen Stufen, die war sehr professionell und hilfreich, inklusive der Bevölkerung. Also da ein grosses Kompliment noch eins. Wir hätten die Schadenfälle, die rund 6'000 Schadenfälle-Stoffungen, nie können bewältigen, nie. Was bei uns sehr gut war, ich spreche jetzt die Feuerwehr an, sicher auch Zivilschutz, war das Wochenende. Samstag, Sonntag haben mehrheitlich eigentlich alle den Ruhetag, haben frei. Bei uns haben zwar die Ferien angefangen, am Tag vorher haben wir noch das Kinderfest gehabt mit dem grossen Ding. Wenn es die gewesen wäre, kann man sich auch nicht vorstellen, was da passiert ist. Wir haben zum Glück noch Leute gehabt. Und die Leute konnten bleiben und arbeiten Samstag, Sonntag. Auch nicht, dass sie in den Betrieb gehen mussten oder dass sie dort gefällt haben. Im Zivilschutz hat es ein bisschen andere Probleme gegeben. Die waren eine ganze Woche im Einsatz gewesen. Auch dort ist es heute so weit, trotzdem was Pflicht ist, Zivilschutz auch, dass sie kommen müssen, dass sie aufgeboten werden, also auch dort Betriebe nicht mehr bereit sind, die Leute freizustellen. Auch das ist das Problem, das wir im Auge behalten müssen. Danach Medienarbeit, habe ich gesagt, auch dort grosses Verständnis und objektive Berichterstattung. Auch das war wirklich einmalig gewesen. Auch dort das Zusammenarbeiten hat sich gelohnt, auch in den vergangenen Jahren miteinander kommunizieren. Was war negativ gewesen im Ganzen? Wir hatten keinen Vorlauf, Abklärungs- und Planungszeit. Es hat einfach geprätscht und es war da gewesen. Wir mussten spielen, wir mussten funktionieren. Ein grosser Vorteil hat sich gleich herausgestellt, ist der Unterbruch der Strassenverbindungen, Zofingen Ost-West. Was dort auch ein grosses Problem war, und dort haben wir wirklich auch grosses Glück gehabt. Wir haben die Bahnlinie Basel-Luzern, die durchgeht, mit Schnellzügen Intercity, die direkt durchziehen. Trotzdem, als der Lösch- und Rettungszug im Bahnhof war, haben wir den X-Fotos gehabt, wo die Leute einfach über die Bahngleise hier sind, weil sie unter uns nicht mehr können. Personenunterführung sind auch zu. Wir hatten die Bildung, scharweise sind sie über Gleise. Also auch dort zum Glück niemand gegeben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was dort passiert ist. Der gebietsweise Stromausfall über längere Zeit, auch das hat zu einem Problem geführt. Zum Teil sind die Pumpen, die installiert waren, nicht mehr funktioniert. Die Abwasserpumpen, die Unterführungspumpen haben nicht mehr funktioniert. Das ist nicht mehr gegangen. Man musste Notstrom machen, also man selber nicht pumpen konnte. Was auch ein sehr grosses Problem war, weil die Kanalisationen voll waren, von den Kanalisationen her das Wasser da zurückgestaut hat. Wir haben nicht mehr gewusst, ob wir das Wasser pumpen wollen. Da haben wir rausgepumpt in der Industrie, in der Tiefgarage, ist zum Teil auf die Straße raus, ist klar. Und dort die Kanalisationen wieder in die Häuser rein. Also hat dann einfach eine Zirkulation gegeben. Bis wir das festgestellt haben, dann müssen wir anders organisieren, längere Leitung oder halt warten, bis wir auf der einen Seite das Wasser weg hatten. Also ein wichtiger Punkt ist negativ. Wir haben da wirklich im Nachhinein festgestellt. Wir haben die Schadenmeldungen haben wir gehört. Wir haben geschafft, wir haben funktioniert mit 600 Leuten. Wir haben einmal gefragt, haben wir noch Strom im Haus, haben wir nicht mehr? Ja, nein, ist nicht mehr, ist gut. Also, haben wir im Lift noch Strom? Nein, ist auch abgeschaltet. Wir sind dem nicht lange nachgegangen. Wir hatten auch keine Zeit gehabt. Wir müssten aber das machen. Wenn wir nur das hätten müssen machen, dann hat es x Stunden, vielleicht einen Tag gekostet, bis wir überhaupt gewusst haben, wo ist der Strom drauf, wo nicht. Auch dort ist abpumpt worden, sind Keller geleert worden, Industrie geleert worden, trotz unter Strom stehenden Haupt- und Unterverteiler. Und da hat sich manchen Elektriker oder Chefverantwortlich auch gefragt, warum funktioniert das? Wir haben es auch nicht gewusst. Wir haben wirklich einfach Schwein gehabt, was dort nichts passiert ist. Was sind die Lehren daraus? Konsequente Stromausschaltung von Haupt- und Unterverteilung vor Pumparbeiten, das wirklich versuchen durchzuziehen, und zwar mit der städtischen Werk zusammen, wo wir zu Obigen haben. Und sonst ist man dort halt gezwungen, ganze Quartiere im Moment auszuschalten, obwohl man noch nicht mehr Strom hat. Das hat auch Konsequenzen mit gewissen Anlagen.
Aber auch das ist von der Sicherstellung der Einsatzkräfte ein Schwerpunkt. Dann auch Schwergewichtsbildung, die wir auch gesagt haben als Lehr, ist Priorisierung machen von der Ost-West-Verbindung, möglichst schnell auf eine Unterführung konzentrieren, um probieren frei zu machen, dass wir dort wieder Verbindung haben. Wir mussten lange eigentlich müssen über die Nachbargemeinden ausweichen und Ausbildung und Sensibilisieren bezüglich Elektrizität und Wasserwehr von den Einsatzkräften. Auch da ist für mich wichtig, und wir haben es auch bei uns so kommuniziert, wir haben diverse Rapporte mit den Führungsverantwortlichen, mit den Einsatzverantwortlichen. Das Ereignis, das hoffen wir einmalig, wir haben gesagt, zwischen 300 bis 500 jährlich, ich hoffe es. Auch dort, als man es nicht zerfleischen will. So ein Ereignis könnte man jetzt ein Buch füllen, was ist gut gewesen, was ist nicht gut gewesen, was gibt es für Lehren. Wir haben schwergewichtig unsere Punkte rausgezogen, klar haben wir andere auch noch im Hinterkopf. Aber wichtig ist, dass nichts passiert ist und das Ereignis haben wir bewältigt, dank der guten Zusammenarbeit. Merci vielmals fürs Interesse. Ich gebe das Wort wieder zurück. Nein, Sie herzlichen Dank, Herr Ruch, für die außerordentlich spannenden Ausführungen mit diesen eindrücklichen Bildern. Ich habe natürlich schon noch ein, zwei Fragen. Sie haben erzählt, was hier alles passiert ist. Sie haben das hier auch gezeigt. Und meine Frage natürlich als Laien, als Nicht-Feuerwehrmensch, was kann man denn überhaupt noch machen? Ist überhaupt noch irgendwelche Möglichkeit, hier zu intervenieren oder muss man einfach zuschauen? Also in der ersten Phase, in der ersten Phase haben wir auch gemerkt, wir können es machen. Wir sind auch ein bisschen alarmiert worden mit der sogenannten Kommandogruppe, 15 Leute. Und das erste Ereignis, die erste Meldung, haben wir anfangen. Und nachdem was losgegangen ist, hat man gleich gemerkt, ich persönlich auch, jetzt muss man einfach mal stillstehen, sich sammeln, überlegen, was können wir machen. Wir können einfach nicht mehr so funktionieren, wie wir es gewohnt sind. Und ganz sicher auch der Zeitfaktor, das ist nicht mehr gegangen. Das ist gleich klar gewesen. Also wir haben am Anfang einen Stab aufgebaut, wie es notwendig ist im Magazin. Aufbauen mit Zettel, wie man es macht, und die Schadenlage gemacht, auf der Karte und so weiter. Etwa nach einer Stunde haben wir hören müssen, wir sind nie mehr hergekommen. Es war alles verpflastert, wir haben nicht gewusst, was ist wo. Und dann haben wir etwa Stunde, zwei haben wir geführt, halt ohne, indem wir mit Zettel hatten. Wir haben es wohl aufgeschrieben, bis wir nachher elektronisch anfangen zu erfassen, auf Excel-Listen machen, auch die Abschnittszuteilung machen und den Abschnittsoffizier können mitgeben, was ist gemacht, was ist bearbeitet. Wir haben es mehr elektronisch gemacht. Und dank dem, was das noch funktioniert hat, auch die Nattel-Verbindungen noch funktioniert hat, haben wir können kommunizieren, weil Funk ist zum Teil auch nicht gegangen. Funk ist zum Teil auch nicht gegangen. Das ist eigentlich das Mass, das Mittel, das immer funktionieren sollte. Ja. Warum ist das nicht gegangen? Es war einfach einerseits überlastet, andererseits von der Struktur her, so viel mit den Teilen, mit den Höhen, oder haben wir einfach nicht mehr können kommunizieren. Und die Alarmstelle hat keine Kapazität mehr gehabt. Sie können kommunizieren mit uns. Dann meine zweite Frage noch. Sie haben ja von der Lehre erzählt. Was heisst das für Sie auch bezüglich Ausrüstung, Infrastruktur oder Organisation? Haben Sie aus dem heraus gesagt, wir müssen unser ganzes Konzept neu überdenken oder hat sich das letztendlich gleich bewährt? Also konkret, was sind die Langfrist-Lehren daraus? Von unserer Seite ist klar, wir sind ausgerüstet, wir sind für das normale Ereignis, vielleicht noch ein übernormales Ereignis, sind wir gerüstet, auch kantonal gerüstet, auch regional gerüstet. Aber das Ereignis wird man nie können, materiell aufrüsten oder parat haben. Der Zivilschutz ist gut aufgestellt, aber auch dort, die haben viel Material, es hat nicht gelangt. Wenn man das Ereignis abbilden im Material oder in Sicherstellung, wird das nie gehen, wir werden das nie hinbringen, wird auch finanziell nicht tragbar sein. Genau. Sie haben auch gesagt, das ist, was haben Sie gesagt, 300- bis 500-jähriges Ereignis. Das ist eben so ein Versuch von der statistischen Einordnung von einem so Ereignis, was eben mit seltenen Ereignissen, die eben sehr selten sind, nur annähernd passieren kann. Und das heisst also nicht, dass es jetzt vorbei ist und nie mehr kommt bis zu den nächsten 300 bis 500 Jahren, sondern es kann natürlich durchaus auch nächstes Jahr, übernächstes Jahr vielleicht passieren und dann unter Umständen wieder eine lange Pause geben. Also mit Statistiken zu arbeiten, das ist natürlich einerseits durchaus für gewisse Bürokraten und für gewisse Bauingenieure und nicht für das BAFU, aber trotzdem wichtig. Aber letztendlich ist es halt so, wenn man die Ereignisse anschaut, einzelne Extremereignisse, mit denen muss man halt dann irgendeiner Form kommen, weil man nicht vorbereitet ist. Aber Sie haben das offenbar hervorragend geschafft. Sie haben mir gesagt, Sie haben etwa 36 Stunden nicht geschlafen oder noch kurz. Ich bin froh, dass Sie jetzt wieder einigermaßen wach und erholt aussehen und ich hoffe, das bleibt auch noch. Merci vielmals. Merci auch vielmals. Herzlichen Dank, Herr Ruch. So, wir haben auch gehört übrigens, dass auch hier der Hagel natürlich ein Problem war. Grösser ohne 30% der Schäden sind jetzt zuletzt auch durch den Hagel entstanden. Und wir wollen uns jetzt dem Thema Hagel widmen. Und zwar ganz praktisch einmal zeigen, was eigentlich die Natur
ganz natürlich, also wie das Wort das sagt, wie die überhaupt wirkt in Form von Hagel. Und das muss man eben simulieren. Und Simulatoren, nicht Simulanten, sondern Simulatoren stehen da hin. Ich begrüße ganz herzlich Peter Früher. Herzlich willkommen. Er ist der Hagelschiesspapst, nicht nur in der Schweiz, sondern auf der ganzen Welt, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Und ich freue mich natürlich sehr, dass wir dich und den Odermatt Noldi, seinen Schützen sozusagen, dürfen begrüßen. Ich will sagen, der Noldi Odermatt ist ein passionierter und sehr guter Jäger. Von dem her gesehen natürlich mit dem Schießen absolut vertraut. Wir müssen also keine Angst haben, dass da irgendetwas passiert. Und er ist also verantwortlich dafür, dass wir jetzt die Simulation auch hier über den Bildschirm verfolgen können. Peter, ja. Kannst du vielleicht uns im Publikum kurz erklären, was du hier eigentlich genau machst, was die Anlage überhaupt soll, ja, und was denn auch daraus die Lehren sind? Gut. Also, ich erkläre kurz das Gerät. Wir haben hier einen leichten Hagelwerfer, wo einen Antrieb hat, der auf Gummizeug beruht. Und zwar ähnlich wie eine Steinschleudere, die man aus der Jugend sicher kennt. Auf jeden Fall. Und da haben wir drei Gummibänder, damit wir die notwendige Geschwindigkeit erreichen können, die notwendig ist, um die vorgeschriebene Geschwindigkeit vom Hagelkorn zu überzukommen. Das Gerät besteht mal da aus einer Schiene, wo ein Schlitten drauf ist. Kannst du mal schnell zeigen. Und dort drinnen ist der Kugelbecher und dort wird die Eiskugel festgehalten. Das wird nach hinten gespannt und dort im Abzugteil wird der Schlitten festgehalten. Und vorne haben wir eine Lichtschranke mit 20 cm Abstand, ein Präzisionsgerät, das man braucht bis 2000 m pro Sekunde, aber wir schiessen da nur mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 27 m pro Sekunde. Also darf ich noch festhalten, mit dieser Anlage versucht man effektiv die Natur, das heisst sowohl die Geschwindigkeit von einem Hagelkorn wie auch die Grösse von realen Hagelkörnern, wie sie in der Natur vorkommen, eins zu eins. Richtig. Das Prüfen, also das Wiedergeben und noch zu schauen, ob das Material das überhaupt durchhalten kann. Also, wir haben früher mit Kunststoffkugeln geschossen, aus Polyamid. Und das ist für ein bestimmtes Anwendungsgebiet hat's zugetroffen. Aber seit etwa 2000 schiessen wir Eiskugeln, die wir früher mit einer sehr teuren Methode hergestellt haben. Und jetzt tun wir es mit einem Abschmelzverfahren auf die Dimension kalibrieren, die für 3-5 Grössen genormt bzw. klassiert ist. Sie sehen hier eine Tabelle, wo die 4 oder die 5 Klassen drin sind. Die ist aufgestellt worden von der Gebäudeversicherung in Zusammenarbeit mit mehreren Exponenten. Sie sehen hier 1 bis 5 und 1 bedeutet der Eiskugeldurchmesser. Und hinten dran haben sie die Hagelwiderstandsklasse, sodass der Durchmesser genau dem entspricht, 5-mal an der schwächsten Stelle geschossen, kein Schaden. Also auch hier vielleicht noch ein bisschen zum Klarmachen. Es geht darum, dass man mit dieser Anlage Materialien prüft, dann entsprechend klassifiziert auf den Hagelwiderstand, wo man nachher dann eben bei bestimmten Gebäuden, für bestimmte Anwendungen, für die Fassaden oder was immer, dann kann sagen, wenn man den und den Widerstand haben will, dann muss man die und die Materialien nehmen oder eben umgekehrt. Ja. In der Regel tun wir für neue Produkte im Labor solche Tests durchführen. Dort hat es eine stationäre Anlage. Das ist die Anlage von der EMPA. Und ich habe da ein Spezialgerät, das ich am Gebäude einsetzen kann, wenn es an einem Ort einen Streitfall gäbe, wo man nachträglich ermitteln muss, welchen Hagelwiderstand das es hat. Das kommt gelegentlich vor, dass der Bauherr etwas vorschreibt oder der Architekt, der nachher nicht hätte können, beweisen werden. Also muss man es am Objekt feststellen. Und häufig kann man Produkte nicht entfernen, wie zum Beispiel ein Wärmedämmverputzsystem.
dann tut man die Probe stören, wenn man die wegnehmen würde. Also, muss man das. Ist für diesen Zweck geeignet. Oder? Genau. Ja. Und das ist also noch interessant, also wenn man vielleicht das Gefühl hat, man kann alles berechnen, respektive am Computer simulieren und nachher eben da die Normen entwickeln. Das ist jetzt eben beim Hagel nicht der Fall, sondern da muss man tatsächlich die, sage jetzt mal, archaischen Methoden anwenden, damit man die entsprechenden Resultate kann. Nicht ganz richtig. Nicht ganz richtig. Man kann es berechnen, aber so ein Berechenverfahren ist sehr aufwendig. Es braucht sehr viel Engineering und das ist nicht ganz gratis. Und selbst wenn Sie etwas berechnet haben, müssen Sie es wieder kalibrieren mit der Wirklichkeit. Also das Gerät braucht es immer. Okay. Ja. Gut, dann tun wir das Gerät jetzt. Ja. Jetzt haben wir etwas vorbereitet. Wir haben hier einen Test vorbereitet an einem Drahtglas, das man früher relativ häufig im Fassadenbereich eingesetzt hat und heute etwas weniger. Das Drahtglas ist 6 mm dick und nicht ganz in der Mitte ist ein Netz drin. Und viele Leute meinen, wenn sie so ein Drahtnetz drin haben, sei es dann stärker. Wir schiessen jetzt mit einer 4 cm Eiskugel mit einer Geschwindigkeit von 27 m pro Sekunde. Das wird dann hier unten angezeigt. Die Lichtschranke misst dann die Durchflugsgeschwindigkeit und gibt es dann hier an. Der Oldi Odermatt tut jetzt die Armbrust richtig laden, indem er auch die zweite und dritte Gummizüge jetzt anhängt. Und dann wird aus der Kältekammer das entsprechende Hagelkorn genommen, vorbereitet, entspricht also in einer realen Größe, mittleren Größe, Gewicht noch einmal. Das Gewicht müssen wir immer vorher wägen, weil die Präzision von einer Eiskugel, also das Gewicht, variiert. 28,69 haben wir jetzt, 28,69 Gramm. Und daraus tut man die kinetische Energie berechnen. Mit der Geschwindigkeit zusammen. Gut. Ja. Dann haben wir noch einen. Der erste Schuss würde er machen, der Noldi. Der Jäger Noldi geht jetzt also an die Waffe. Und jetzt gehört, es ist also nicht einfach, es wird nicht einfach geschossen, sondern. Schuss bereit. 3, 2, 1, Schuss. Mit dieser Geschwindigkeit, mit dieser Größe. 26, also wir haben ein bisschen zu wenig. Jetzt müsstest du ein bisschen nachstellen, die Spannlänge verändern. Du hast einen Zentimeter mehr. Aber das Glas zeigt nicht die kleinste irgendwelche Verletzung. Von dem her gesehen hat das also diesen Schuss unbeschadet überstanden. Also, jetzt kehren wir noch die Scheibe, auf der anderen Seite beschießen. Das musst du vielleicht schnell erläutern, nachher. Damit man. Nachher. Gut. Ja. Ich sehe, das ist natürlich alles jetzt hier in dieser Nahe und nicht noch Handarbeit. Wir haben also hier eine Scheibe, die nicht auf beiden Seiten gleich fest ist. Und wir schiessen jetzt noch einmal mit der gleichen Geschwindigkeit. Schiessen, oder? Genau gleich. Also Zentimeter mehr Schiebe, Spannlänge. Also das Floatglas, also in eine normale Glasscheibe wird ein Drahtnetz eingelegt. Und wegen der Gravitation ist das nicht genau in der Mitte und sinkt dann eigentlich beim Erstarren leicht ab. So haben wir eine exzentrische Lage vom Glas. Also vom Drahtnetz. Und vorne haben wir jetzt die Seite genommen, wo das dickere Glas ist. Oh. Also. Und jetzt nehmen wir die Hinterseite, wo es weniger Glas hat. Und dann werden Sie sehen, dass es vermutlich ein Riss gibt. Ich hoffe, das Experiment klingt. Das ist immer das Spannende am Experiment, dass man erst am Schluss sagen kann, was passiert. Aber einfach, damit das noch klar ist, also der Draht, der dort drin ist, ist eigentlich nicht um quasi Bruchsicherheit zu garantieren, sondern es geht darum, dass es keine Scherben gibt. Oder was ist die Idee, dass man so ein Drahtding gemacht hat? Genau, also das hat im Prinzip Scherben. Scherben. Und wir haben jetzt hier eine ganz besondere Schützin.
Joanna, die also hier jetzt im richtigen, vermutlich gelungenen Fall die Scheibe kaputt macht. Darf. Und wir haben gesagt, sie darf das. Sie hat also keine Konsequenzen zu befürchten, wenn sie jetzt mit dem Hagelschuss die Scheibe zerfetzt. Wie fühlst du dich vor dem ersten grossen Auftritt vor dem Publikum mit einer solchen Anordnung? Gut. Gut? Ja, ja. Ja, das wird schon gut kommen. Der Noldi Odermatt tut jetzt also die Anordnung wieder so richten, dass sie diesen Vorschriften entspricht, wo eben die Realität abbilden soll, wie das in der Natur aussen vorkommt. Ist gut. Distanz also, und auch der Ort. Die Distanz ist 30 cm vom Objekt weg und wir müssen so nach dran gehen, weil der Luftwiderstand die Kugel bremsen, oder? So haben wir am wenigsten Einfluss von der Bremswirkung. Genau. Man könnte fürs Fernsehen dahinter stehen und Kugeln hinterher schiessen, aber dann hätten wir nicht mehr die Geschwindigkeit, die hier angegeben ist. Oder? Wo es braucht, und ja. Damit man auch das als beglaubigten Test dann, annehmen. Also, jetzt haben wir 28,83, sie ist ein bisschen schwerer. Die Kugel wird wieder reingestopft. Und hier damit, Joanna. Ganz langsam krümmen. Bereit. 3, 2, 1, Schuss. Und zack. Und tatsächlich. Jetzt haben wir genau 27,27, die vorschriebene Geschwindigkeit, die die Tabelle vorschreibt. Und man sieht, hoffentlich, jawohl, man sieht, ja, sehr gut. Von dem her gesehen, ist das Experiment absolut gelungen. Platschuss, würde der Jäger sagen. Platschuss, würde der Jäger sagen. Genau. Gut. Wir haben ein zweites Bauteil da. Danke, Joanna, für die tolle Arbeit. Darfst du noch mal kommen? Darfst du noch mal kommen? Ja, die Scheibe lassen wir gleich drauf. Wir testen noch ein zweites Material. Das ist ein Storen. Es ist im Prinzip ein Aluminium-Fensterladen, wo relativ leicht ist. Man hätte da noch einen schwereren da, aber bei dem leichten Laden schießen wir jetzt auf die Lamellen und wollen mal schauen, was passiert, wenn wir mit der gleichen Energie drauf schießen. Achtung, schau oben dran. Ja. Die Vorrichtung wird wieder geladen. Hallo. Joanna hat das Hagelkorn bereits in der Hand. Kannst du es da drauflegen? Kannst du schnell wegen. 29,31. Ja. Dann wird das wieder reingestopft. Und jetzt also eben, wenn man das Gefühl hat... Du hast noch einrichten dort. Aha, ja, ist gut. Wir haben einen Fensterladen, wo der Hagel kann wieder stehen. Und out. Also, so ein Hagel übersteht den Fensterladen offensichtlich nicht. 2012, das ist ja gut. Also, eigentlich müssten wir jetzt hier mit 45 Grad schiessen. Wenn es nach Norm. Nach Norm. Ja. Also auch wirklich. Auch mit 45 Grad würde der rausfliegen. Hier mal einrichten, vielleicht haben wir noch... Nein, wir müssen leider gerade weitergehen, aber trotzdem... Okay. Vielleicht hast du noch schnell etwas sagen da zu diesen... Also, Kugeln. Wir schiessen nicht nur Eiskugeln, sondern wir haben auch ein Spezialprojektil. Und das simuliert ein Hagelkorn, das aus kleinen Hagelkörnern zusammengefroren ist. Wir sagen dem Tetonprojektil. Und das hat hier eine Nase vorne dran mit einem Radius von 10 mm. Und das braucht man für Materialien, wie es zum Beispiel die Masualenhalle ist.
ETFE-Folien. Und die sind, oder nachgiebige Materialien, also übergeordnete Materialklasse. Und mit dem schauen wir, ob es eine Perforation gibt oder nicht. Gut. Zu sagen ist also so, dass die Hagelkörner natürlich nicht idealerweise immer super schön rund sind, sondern die sind ja eckig, die haben zum Teil noch Ecken und Kanten. Und das muss man natürlich auch entsprechend simulieren. Richtig. Ich danke ganz herzlich für die eindrückliche Illustration und Demonstration. Und freue mich auf ein anderes Mal. Bei einem echten Hagel. Bei einem echten Hagel. Das ist schön gesagt. Merci vielmals, Peter. Noldi, merci vielmals. Und Joanne auch, danke vielmals. Und damit kommen wir zum nächsten Gast. Und zwar geht es hier nicht einmal jetzt um den Hagel, sondern es geht eigentlich um den Abfluss, um den Flächenabfluss. Wir dürfen hier im Prinzip eine Weltneuheit vorstellen. Und zwar eine Karte, die dann im Sommer definitiv in der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Eine Oberflächenabflusskarte, verantwortlich, gezeichnet für das BAFUS-Bundesamt für Umwelt. Und ich danke ganz herzlich dem stellvertretenden Sektionschef Roberto Loat, dass er da ist und uns jetzt über das uns erzählt. Oberflächenabfluss. Herzlich willkommen. Danke, Herr Buchli. Sie haben mir gesagt, dass ich als Erstes meinen Namen hier nicht tun soll, was ich mache. Ja, ich fahre auf Schriftdeutsch weiter, weil mir wurde gesagt, dass eigentlich die ganze Veranstaltung hier auf Schriftdeutsch gemacht werden sollte. Ich halte mich daran. Bevor wir zum eigentlichen Produkt dieser Weltneuheit der Gefährdungskarte Oberflächenabfluss kommen, möchte ich ein wenig das Feld öffnen und allgemein über Naturgefahren sprechen. Am Dienstag, als die Swissbau eröffnet wurde, wurde gesagt, dass auch dieses Jahr massiv gebaut werden würde, was natürlich schön ist, das ist gut für unsere Wirtschaft. Wir sollen auch die Chancen nutzen und nicht vor lauter Angst wegen der Gefahrenkarten plötzlich nicht mehr bauen. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass wir aber beim Bauen auf Naturgefahren Rücksicht nehmen. Und dazu müssen wir die Gefahren kennen. Laut der Bundesgesetzgebung, das heißt dem Wasserbaugesetz, Forstgesetz, aber auch dem Raumplanungsgesetz, müssen die gravitativen Naturgefahren berücksichtigt werden. Es sind dies Rutschprozesse, Sturzprozesse, Lawinen und selbstverständlich das Hochwasser. Die Kantone haben den Auftrag, Gefahrenkarten zu erarbeiten. Und in den letzten 20 Jahren wurde massiv kartiert. Die Gefahrenkarten zeigen, wo welche Gebiete wie stark und wie häufig durch Naturgefahren, durch die eben erwähnten Prozesse betroffen sein können. Und die Farben der Gefahrenkarten sagen uns auch, wie wir diese Gebiete nutzen können. Rot, Bauverbot, weil die Gefahr zu groß ist. Blau, Bauen mit Auflagen. Gelb, gelb-weiß gestreift, da kann gebaut werden, aber müssen trotzdem gewisse Vorkehrungen getroffen werden. Zum Stand der Gefahrenkartierung. Das Bild ist sehr erfreulich. Sie sehen, dass praktisch für alle Naturgefahren die Gefahrenkarten nun vorliegen. Grün, die Gefahrenkarte liegt vor. Orange in Erarbeitung und Grautöne bedeutet, dass da keine Gefahren vorhanden sind. Das gilt vor allem bei den Lawinen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, wir haben unsere Arbeit getan, alles ist okay. Aber das ist es eben nicht. Und wir haben beim ersten Vortrag gehört, dass wir trotzdem hohe Schäden gehabt haben in Gebieten, die bisher gar nicht als gefährdet bekannt waren.
Und ein wichtiger Prozess dabei ist der Oberflächenabfluss. Der Oberflächenabfluss, das ist das Wasser, das bei einem Starkniederschlag auf der Erdoberfläche abfließt, bevor es in ein Gerinne kommt und dabei eben großen Schaden anrichten kann, wenn es in Keller hineinfließt oder in Tiefgaragen. Und wir haben auch schöne Bilder gesehen, dass eben auch der Kanalisationsrückstau, und wir haben gehört, dass das auch ein großes Problem ist, da die Kanalisation das Wasser nicht mehr aufnehmen konnte. Und ein drittes Phänomen, auch der Grundwasseraufstoß. Nun ist es so, dass diese Gefahrenarten bisher überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Und wir haben in der Schweiz keine Gefahrenkarten, die diese Prozesse aufzeigen. Ich habe mir erlaubt, wieder das Beispiel von Zofingen hervorzunehmen. Und Sie sehen da in Blau und Gelb, das sind die Gefahrengebiete, die von der Wicker ausgehen. Also wenn die Wicker ausufert, dann sind diese Gebiete da betroffen oder können betroffen sein. Und da gibt es auch noch Flächen von den Seitenbächen. Jetzt beachten Sie aber, beispielsweise in diesen Gebieten haben wir Schäden rot dargestellt. Das sind die Gebäude, die während dem Ereignis im Juli beschädigt wurden. Also viele dieser Schäden liegen außerhalb der eigentlichen Gefahrenzonen. Und wir haben das zum Anlass genommen, um die in Erarbeitung befindliche Oberflächenabflusskarte mal zu testen und zu prüfen. Und siehe da, in all oder praktisch all diesen Fällen, wo wir Schaden hatten, zeigt diese Oberflächenabflusskarte, dass da tatsächlich eben Oberflächenabfluss entstehen kann. Dass dieser Prozess eben sehr relevant ist, was die Schäden betrifft, zeigt eigentlich diese Grafik. Und zwar beschränkt nur auf die gravitativen Naturgefahren, eben nicht Hagel, nicht Sturm, die jeweils auch ein Drittel der Gefahren ausmachen. Hochwasser macht ein Drittel der Naturgefahren aus. Und von diesem Drittel macht das Hochwasser macht praktisch 90%. Also der Großteil der Schäden durch gravitative Prozesse werden durch Hochwasser verursacht. Und nun haben Studien und Untersuchungen der Versicherung gezeigt, dass von diesen 50% ein Drittel bis zur Hälfte all dieser Schäden durch den Prozess Oberflächenabfluss verursacht worden sind. Ja, diese Erkenntnis hat uns dazu bewogen, bereits vor etwa 10 Jahren uns diesem Thema anzunehmen. Und wir haben zusammen mit dem Kanton Zürich und dann mit weiteren Kantonen haben wir eine Methodik erarbeiten lassen, um diesen Prozess zu kartieren. Diese Methodik wurde auch in verschiedenen Regionen getestet, in verschiedenen Geologien, um zu schauen, ob die Resultate auch verlässlich sind. Und diese Resultate wurden dann mit realen Schadendaten der Versicherung auch verglichen. Und wir haben gesehen, dass in 80-90% der Fälle die Resultate der Gefahren, also der Oberflächenkartierung, gute Resultate liefert. Und dann war es vor 3 Jahren, der Kanton Luzern war der erste Kanton, der gesagt hat, wir wollen diese Karte und zwar sofort. Und diese Karte für den Kanton Luzern wurde dann erarbeitet. Und ich kann Ihnen schon sagen, dass die Erkenntnisse aus dem Kanton Luzern sehr, sehr vielversprechend sind und dass diese Karte sehr großen Nutzen leistet. Um das Projekt überhaupt realisieren zu können, haben wir starke Partner gesucht. Und wir sind auch fündig geworden. Und zwar mit dem Schweizerischen Versicherungsverband und der Vereinigung der kantonalen Gebäudeversicherung, die
Mit ihnen zusammen realisieren wir dieses Projekt. Begonnen wurde diese Kartierung 2016 und im Sommer dieses Jahres wird diese Karte publiziert werden. Und wir werden das im Internet publizieren, sodass jeder von Ihnen auch selber hineingehen kann und schauen, ob er an seinem Wohnort allenfalls durch diesen Prozess da betroffen ist oder nicht. Nun, wem dient diese Gefährdungskarte Oberflächenabfluss? Sie kann Grundlage bilden für die planerischen Maßnahmen. Das bedeutet, dass beispielsweise eine Gemeinde diese Karten in ihre Gefahrengrundlagen integrieren kann und beispielsweise die Bevölkerung informieren kann oder auch dafür sorgen, beispielsweise, dass im Baubewilligungsverfahren auf diese Gefahr hingewiesen wird. Sie gilt aber auch als Grundlage oder kann als Grundlage dienen für technische Maßnahmen, zum Beispiel Objektschutzmaßnahmen oder auch Flächenschutz über ein größeres Gebiet. Und ich hoffe, dass diese Karte auch dem Feuerwehrkommandanten von Zofingen nützen kann, damit er erkennt, ob sein Lager, sein Materiallager betroffen ist und er überhaupt zum Material kommen kann oder nicht. Ein weiterer wichtiger Stakeholder ist der VSA mit der Planung und Dimensionierung der Siedlungsentwässerung. Auch da haben wir gehört, dass eben das Wasser gar nicht erst in die Kanalisation gelangt, sondern eben dann auf den Straßen abfließt. Oder auch die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft beispielsweise, wenn es darum geht, zu sehen, wo können diese Prozesse auch Erosionserscheinungen beispielsweise hervorrufen. Ich möchte das anhand von drei Beispielen konkretisieren. Hier das Beispiel der Gemeinde Lies. Die Gemeinde Lies war eine Testgemeinde und bereits vor 4 Jahren haben sie diese Karte erhalten. Und die Gemeinde Lies war bereits mehrmals durch diesen Prozess betroffen und hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach Schäden durch Oberflächenabfluss. Und Lies hat jetzt diese Karte aufgenommen, als Gefahrengrundlage festgelegt und die Gemeinde Lies berät die Betroffenen, respektive verlangt auch von Bauherren, die in einem solchen Gebiet neu bauen, dass gewisse Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Und das machen sie mit einem Objektschutznachweis. Das bedeutet, dass der Bauherr auf einem Formular, das sind nur 2 Seiten und nicht 4 Seiten, 2 Seiten ausfüllen muss, dass er die Gefahr gesehen hat, dass er Maßnahmen ergriffen hat und dass er sich auch schützen wird. Und dieser Objektschutznachweis wird dann vom Bauherrn und dem Architekten unterschrieben. Anderes Beispiel, Objektschutz. Ein Kollege wohnt in diesem Bereich da, in diesem Haus. So sah es beim Nachbarn aus. Und er, weil er von diesem Prozess bereits frühzeitig Kenntnis hatte, hat beim Bauen darauf geachtet, dass seine Garageneinfahrt leicht erhöht ist. Und er hatte bei diesem Ereignis keinen Schaden. Also mit ganz einfachen Maßnahmen kann man sich auch schützen. Es gibt aber auch Fälle, wo große Gebiete betroffen sind und das Wasser, Oberflächenwasser flächig daherkommt. Hier ein Beispiel aus Stans 2005. Hier sehen Sie das Spital und das Wasser, das da über den Hang ins Spital floss und auch da großen Schaden verursacht hat. Hier ist es schwierig, mit Objektschutzmaßnahmen am einzelnen Gebäude etwas zu machen. Und da hat die Gemeinde mit dem Kanton zusammen, haben sie eine Flächenlösung gefunden. Und zwar, dass das Wasser hier durch Geländeanpassungen gesammelt wird und hier abfließt. Und das Wasser, das da herunterfließt, wird auch gesammelt und hier schadlos durch die Siedlung gelenkt.
Ich komme zum Fazit. Wir sehen, oder ich hoffe, dass ich zeigen konnte, dass diese Gefährdungskarte eine sehr wichtige Grundlage ist für die Schadenprävention. Denn sie zeigt, welche Gebäude potenziell von diesem Prozess betroffen sein können. Und die gute Nachricht, wenn wir die Gefahr kennen, können wir uns auch schützen mit relativ einfachen und meist auch billigen Maßnahmen. Das bedingt aber, dass wir eng zusammenarbeiten. Das heißt, dass der Bauherr zusammen mit den Behörden, mit den Naturgefahrenfachleuten, mit den Versicherungen, mit den Architekten zusammenarbeiten. Denn nur so können wir gemeinsam Schäden mindern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für Ihre spannenden Ausführungen und für diese eben Weltneuheit. Das ist also wirklich interessant. Und wir werden dann indirekt oder direkt nachher noch in der Podiumsdiskussion darauf zurückkommen. Deshalb erlaube ich es mir, Sie jetzt mal zu entlassen mit einem herzlichen Dankeschön. Besten Dank. Und wir gehen gerade noch zum letzten Referat, bevor wir dann eben in der Podiumsdiskussion diesen verschiedenen Sachen noch etwas näher auf den Grund gehen. Und da geht es jetzt eben um Standards, um Nachhaltigkeit. Was hat der Bauherr, was haben die Architekten, was haben die Ingenieure für Standards, die eben dann vorgeben, wie man nachhaltig, naturgerecht eben bauen soll und kann. Und dazu freue ich mich, Herr Christian Willi von Ernst Basler und Partner, herzlich willkommen und ja, bin gespannt. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben es gehört, es gibt viele Standards, es gibt Normen, aber wo liegen dann die Herausforderungen beim naturgefahrengerechten Bauen? Roberto Loat hat es gesagt vorher, Hochwasser- und Oberflächenabfluss machen etwa 90% der gravitativen Naturgefahren, der Schäden aufgrund von gravitativen Naturgefahren aus, je etwa zu 50%. Nun, es gibt Gefahrenkarten für Hochwasser, es gibt jetzt neu auch Gefahrengrundlagen für oberflächlich abfließendes Wasser. Wo liegen denn die Herausforderungen beim naturgefahrengerechten Bauen? Eine Herausforderung ist sicher, es sind viele Naturgefahren und es sind viele verschiedene Einwirkungen, die eben auch heute diese verschiedenen Einwirkungen nicht alle geregelt sind, vielleicht auch in der Schweiz gesehen, nicht einheitlich geregelt sind. Es gibt neben den gravitativen Naturgefahren, wir haben es gehört, zwei wichtige bezüglich den Schäden, die je einen Drittel auch ausmachen, neben dem Wasser, Hagel und Sturm. Und auch das Erdbeben ist natürlich eine Naturgefahr, wenn man es jetzt von der Risikoseite her betrachtet, sogar die prominenteste, also diejenige Naturgefahr, die das höchste Risiko für die Schweiz darstellt. Ich möchte aber trotzdem, um es etwas zu fokussieren, auf das Hochwasser mich jetzt fokussieren in den nächsten Folien. Beim naturgefahrengerechten Bauen geht es um frühzeitige Berücksichtigung der Naturgefahren, bereits im Planungsprozess und im Bauprozess. Und warum? Es ist klar, offensichtlich, dass ohne naturgefahrengerechtes Bauen die Risiken infolge Naturgefahren steigen werden. Naturgefahrengerechtes Bauen fußt eigentlich auf vier Säulen. Es geht zuerst um die Frage, wo können wir bauen, da können wir die Gefahrengrundlage nutzen. Es geht um Ausrichtung von Gebäuden, es geht um Bauweise. Dritte Säule ist, wie nutzen wir dann die Gebäude? Und die vierte Säule sind die Objektschutzmaßnahmen. Wie schützen wir Gebäude? Bei der Standortwahl, wo liegen die Herausforderungen? Ich denke, eine wichtige Herausforderung, es wurde auch vorher angetönt, ist die Zusammenarbeit. Das heißt, auch alle, die davon betroffen sind, auch Bauherren, Planende, müssen sensibilisiert werden. Aus meiner Sicht ist diese Sensibilisierung, die schreitet voran, aber die muss noch weiter voranschreiten. Und auch wenn Gefahren erkannt wurden im Planungsprozess einer Neubaute beispielsweise, dass dann auch die Naturgefahren die gerechte Priorisierung erhalten, beim Planen des Bauwerks ist aus meiner Erfahrung eben nicht immer gegeben. Und vielleicht auch der dritte Punkt, die dritte Herausforderung, die Verständlichkeit der Gefahrengrundlagen. Es ist für einen Bauherrn, vielleicht auch für einen Architekt, nicht immer ganz einfach, diese zu interpretieren. Ich komme nochmals darauf zurück. Bei der Ausrichtung und Bauweise. Ich sehe hier die Hauptherausforderung, wie auch bei der Standortwahl, dass eben frühzeitig die Naturgefahren berücksichtigt werden im Planungsprozess.
Eine weitere Herausforderung, und die wird jetzt geschlossen, auch durch den SCA, ist, dass heute, insbesondere auch bei den gravitativen Naturgefahren, aus meiner Sicht eben Lücken bestehen im Normenwerk, die es zu schließen gilt. Und der letzte Punkt, Stichwort Ausnutzungsziffern und Gebäudehöhen, aus meiner Sicht eben auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass beispielsweise durch diese Ausnutzungsziffer auch eher vermehrt in die Tiefe gebaut wird, so wieder die Naturgefahrenrisiken erhöht werden und durch vorgegebene Gebäudehöhen vielleicht auch Maßnahmen dann wieder ausgeschlossen werden im Planungsprozess, die eigentlich interessant wären. Beispielsweise die erhöhte Anordnung eines Gebäudes, wie wir es vorher im Foto gesehen haben. Beim Nutzungskonzept, ich denke, hier liegt die Hauptherausforderung im Bereich der Interessenskonflikte, dass man nutzungsspezifische Lösungen, optimale Lösungen versus naturgefahrenrechte Lösungen gegeneinander abwägen muss. Bei den Objektschutzmaßnahmen, ich denke, hier ist aus heutiger Sicht, und diese Lücken ist man am Schließen, aber ein wichtiger Punkt, dass die Prozesse, also wer ist dann wann für was verantwortlich beim naturgefahrengerechten Bauen, klar sein müssen, auch stärker vereinheitlicht werden sollen und die Vorgaben eben auch stärker vereinheitlicht werden sollten. Beim Planen und beim Messen, ich denke, hier ist eine große Herausforderung auch, dass die Beurteilung, ja, wie der Schutz dann erfolgen muss vom Objekt, sehr fallweise und ortsspezifisch erfolgen muss. Wir haben zwar die Gefahrengrundlagen als extrem wertvolle Hilfsmittel, wenn es aber um Fragen von Objektschutzmaßnahmen geht, gilt es, das vor Ort zu beurteilen. Bei der Umsetzung, ich denke, auch das Bild, wo haben wir gesehen, ist eine Herausforderung, wenn man Objektschutzmaßnahmen plant für ein Objekt, dass man das so plant, dass das Objekt nebendran, das Gebäude nebendran nicht stärker betroffen ist oder mehr gefährdet ist als ohne diese Maßnahme. Und hier, auch das Stichwort wurde gebracht, ich denke, es ist wichtig, dass wir auch vom Schutz von Einzelobjekten noch stärker in Richtung Schutz von ganzen Objektgruppen, also mehreren Gebäuden diskutieren. Und das ist wiederum beim Prozess vielleicht heute nicht so geregelt, sondern die sind eher daraus ausgelegt, entweder Flächenschutz zu machen, also Maßnahmen am Gerinne selbst, oder Einzelobjekte zu schützen. Ich möchte noch auf drei Fallbeispiele eingehen, jetzt mit Fokus Objektschutzmaßnahmen der letzten Säule. Und zwar, das erste Beispiel ist eine Neubaute in der blauen Gefahrenzone, das heißt Überschwemmungstiefe von mindestens 50 Zentimeter. Eine Herausforderung hier ist, neben dem Frühzeitigen, das ich bereits erwähnt habe, oder ein Fakt auch, dass es wichtig ist, dass Objektschutzmaßnahmen aus meiner Sicht im Rahmen von Objektschutznachweisen evaluiert werden und nachher diese Maßnahmen dann eben auch als Auflagen in die Baubewilligung, in das Baubewilligungsverfahren einfließen. Das ist heute nicht in allen Kantonen gleich geregelt, meines Wissens etwa in 10, wo der Prozess wirklich die ganze Kette durchgespielt ist, beim Hochwasser, beim Oberflächenabfluss, auch nachvollziehbar, weil die Gefahrengrundlage bis dahin nicht vorhanden war, etwa in 6 Kantonen. Ein weiterer Punkt oder eine größere Herausforderung ist, dass die Umsetzung von angeordneten Maßnahmen in einem solchen Gefahrenbereich eben auch hinreichend umgesetzt wird, dass das, was geplant wird, nachher auch umgesetzt ist. Und letztlich auch der Unterhalt, wenn eine Maßnahme umgesetzt ist, ist es so, dass viele Objektschutzmaßnahmen auch unterhalten werden müssen, vor allem im mobilen Bereich auch, dass sie über die Zeit hinweg ihre Funktion auch erhalten. Das zweite Beispiel, eine Baute im gelben Gefahrenzone. Also hier ist es im Unterschied zu der blauen eben nicht so, dass Auflagen gemacht werden oder immer gemacht werden, sondern hier steht im Fokus die Eigenverantwortung des Bauherrn, der Architekten auch, der Planenden, die Bauherren darauf hinweisen. Und ich denke, hier ist es wichtig auch zu kommunizieren, gerade bei Neubauten, wenn es frühzeitig im Planungsprozess berücksichtigt wird, werden Objektschutzmaßnahmen gemäß unserer Erfahrung kaum mehr Kosten verursachen, mindestens nicht über die Zeit hinweg. Und die Motivation von Bauherren vielleicht ist, dass ein
ein Bereich, wo noch verstärkt werden könnte, beispielsweise durch Mitfinanzierung von Objektschutzmaßnahmen, was natürlich schon viele kantonale Gebäudeversicherungen machen, rund 12. Die Finanzierungsbeiträge, die sind unterschiedlich von 5-50%, fragt sich vielleicht auch, was dann an Anreiz darstellt. Aber ich denke, zentral ist es, Maßnahmen zu finden, um diese Förderung der Eigenverantwortung auch hinzubekommen. Und da ist auch die Information wichtig. Oder ein Label könnte eine Variante sein, das eben definiert, und zwar über die Mindestanforderungen, die in den Normen festgehalten sind, und somit auch eine Zertifizierung vielleicht ermöglicht von Gebäuden. Wenn jemand sagt, hey, ich möchte etwas noch stärker über die Normen hinaus bauen, vielleicht bei den öffentlichen Bauten oder bei Bauten, die in der Öffentlichkeit stehen, wäre ein Label vielleicht ein Anreiz in diese Richtung. Und das dritte Beispiel, eine Bestandesbaute, wo es sicherlich schwerer ist, Objektschutzmaßnahmen grundsätzlich zu treffen. Ich möchte hier... sehe ich hier einen Handlungsbedarf im Bereich von der Überprüfung auch, also dass man aktiv mal den Gebäudebestand auch überprüft. Ja, und wo sind dann die speziell sensiblen Objekte? Also diese Objekte, die stark gefährdet sind, auch in diesem gelben Gefahrenbereich oder mit hohen Versicherungssummen oder mit einer speziellen Art der Nutzung in Industriegebäude, dass das proaktiv gescreent wird und überlegt wird, ja, welche müsste man schützen, nicht erst nach einem Ereignis. Ich denke, auch der Fakt, dass Sonderrisikogebäude wie Spitäler, wir haben es vorhin im Referat gehört, dass nur in sehr wenigen Kantonen hier eine Auflagenpflicht besteht, im gelben oder auch gelb-weißen. Und ich denke, wenn man sich vor Augen hält, dass etwa 10% der Objekte 75% der Schäden ausmacht, ist das ein Bereich, wo man aus meiner Sicht sich stärker engagieren sollte. Zu den Empfehlungen, vielleicht nochmals zusammengefasst, den nächsten Punkt bin ich nicht groß darauf eingegangen, aber ich denke, auch das ist ein wichtiger Grundsatz, in roter Zone wird nicht gebaut, Umbauten je nachdem möglich. Ich denke, der wichtige Punkt ist, es sollte nicht erlaubt sein, wenn eine maßgebliche Risikozunahme damit verbunden ist. Frühzeitig im Planungsprozess ist eine Empfehlung oder wichtig, um naturgefahrengerechte Lösungen auch anstreben zu können. Ganzheitlichkeit, alle Naturgefahren. Und jetzt wieder ein Beispiel vom Wasser, heißt das, wenn man die Hochwasserschäden aufgrund Flusshochwasser im Griff hat, wenn man Oberflächenabfluss im Griff hat, könnte man immer noch Schäden von Rückstauschutzkanalisationen haben, also die ganzheitliche Betrachtung. Und ich denke, aus meiner Sicht, eine Pflicht für Objektschutz, wenn es kostenwirksam ist, natürlich wirtschaftlich ist, für Sonderrisikogebäude ein Muss aus meiner Sicht. Bei Neu- und Umbauten, ich habe es gesagt, im Bereich Normierung, die läuft, vereinheitlichen und auch wenn Auflagen beispielsweise nach einem Auflagen missachtet werden, dass dies auch Konsequenzen hat. Dann die proaktive Förderung von Objektschutzmaßnahmen bei Bestandesbauten. Ich denke, eben wichtig, Eigenverantwortung fördern. Das könnte durch Anreize passieren, das könnte durch Labels passieren, die höhere Standards formulieren, als in den Normen festgehalten sind, oder durch diese periodische Überprüfung, wie ich es erwähnt habe. Und letztlich auch eine Umsetzung vielleicht mit Vereinbarung. Auch das könnte dann auf Grundlage von den Labels sein. Und da möchte ich gleich noch mit meiner letzten Folie nochmals drauf zukommen, wie dieser Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz, SNBS, der eben genau diese vier Säulen, die ich vorgestellt habe, auch wieder thematisiert und festhält, was es in diesen vier Säulen zu berücksichtigen gilt bezüglich dem naturgefahrengerechten Bauen. Und gerade ein solches Label könnte es meiner Sicht eben über diese Normen, Standardnormen oder Mindestanforderungen hinausgehen und letztlich auch in dem Sinne eine Zertifizierung, um die Motivation zu fördern, darstellen. Vielleicht auch, um zu kommunizieren, mein Gebäude ist naturgefahrengerecht gebaut, nach diesem Standard und somit auch wieder einen höheren Wert beimisst. Und vielleicht nicht letztlich auch noch als Hilfsmittel fungieren könnte,
indem der Bauherr mit dem Planer dann auch eine Vereinbarung abmacht, wie die Objektschutzmaßnahmen getroffen ist. Das kann nach solchen Standards auch passieren. Und dann, wenn die Ausführung eben nicht so war wie geplant, das allenfalls auch als Haftungsmittel dienen könnte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Auch Ihnen. Dankeschön. Danke. Dürfte ich Sie bitten, bereits Platz zu nehmen, und ich möchte gleich meine Podiumsgäste ermuntern, jetzt aufs Podium zu kommen. Ich werde dann noch im Einzelnen vorstellen. Wir haben noch drei neue Gesichter, und freue mich natürlich jetzt, das Gehörte vielleicht noch etwas zu vertiefen, noch etwas näher anzuschauen und vor allem vielleicht auch etwas kontrovers diskutieren. Danke. Und begrüße jetzt an dieser Stelle ganz herzlich Alain Rossier neu. Er ist Direktor von der Vereinigung der kantonalen Gebäudeversicherungen, also eigentlich der Hausherr hier jetzt in diesem Podium. Herzlich willkommen. Dann haben wir den Hans-Peter Bieri, Mitglied der Direktion Basler Versicherungen, also von der privaten Versicherungswirtschaft her betrachtet. Und dann haben wir noch Ansgar Gmür, Herr Ansgar Gmür, der Direktor vom Hauseigentümerverband Schweiz. Und natürlich, ich habe gesehen, Sie haben ganz mit Argusaugen da geschaut, was vorgestellt wird. Ich möchte eine Frage jetzt als Einstieg mit Ihnen diskutieren. Und zwar, wir haben jetzt verschiedene Aspekte gesehen, wie eben Objektschutz, wie eben Schutz vor Naturgefahren betrieben wird. Und Sie, Herr Laut, haben gesagt, es wurde massiv kartiert. Und ich denke, das ist ja auch das Stichwort. Es wird an allen Ecken und Enden wird da gearbeitet, um uns zu schützen. Und dann haben wir das Referat gehört von Herrn Ruch, von Zofingen, und stellen fest, wir sind eigentlich völlig machtlos. Und deshalb meine erste Einstiegsfrage, und das gerade an Sie, Herr Rossier: Machen wir Optimierung oder machen wir Perfektion? Was streben wir eigentlich an, respektive können wir uns überhaupt schützen vor all den Gefahren? Wie beurteilen Sie das? Natürlich, wenn man das Risikomanagement anschaut, irgendwo bleiben Restrisiken. Es ist unmöglich, alles zu schützen. Nichtsdestotrotz, wenn man zurückschaut, die Gefahrenkarten, die sind mittlerweile umgesetzt in den Gemeinden und die sind Grundlage für alle Baubewilligungen und Zonenplanungen. Die Oberflächenwasserkarte, die ist erst jetzt vorhanden. Also man kann nicht vorspannen, bevor sie nicht da sind. Was aber das Grundproblem ist, ist die Umsetzung. Die Umsetzung dieser schönen Karten und dieser schönen Erkenntnisse in das Land, in die Fläche. Und da sind verschiedene Verantwortungsträger dann am Spiel. Und dieses Spiel funktioniert in meinen Augen noch nicht so ganz. Also es ist mehr die Umsetzung, aber Sie sagen, im Prinzip ist es eben eine, wie ich gesagt habe, Perfektionierung, die wir anstreben. Also wir versuchen schon, mehr oder weniger jede einzelne Gefahr jetzt irgendwie in den Griff zu kriegen, zu kartieren, um danach eben Standards zu entwickeln, wie wir gehört haben. Also wir versuchen, die Leute zu sensibilisieren. Nach einem Ereignis, nach einem Schadenfall sind die Leute ein bisschen sensibler auf solche Themen. Und da versuchen wir zu vermitteln mit unseren Partnern, dass man zum Beispiel Rückstauklappen einbaut oder andere Maßnahmen ergreift. Und da haben wir Chancen, aber natürlich nur minimale. Und diese werden dann in der Regel auch umgesetzt, weil die Leute haben es erlebt und die Leute wollen es nicht mehr erleben. Also Sie sagen, es ist ja auch rein vom Nutzer her, vom Betreiber des Hauses, der eigentlich interessiert ist, dass die Umstände nicht mehr auftreten. Genau. Weniger natürlich in einem Mehrfamilienhaus, was viele Mieter hat, die interessiert das Gebäude weniger. Aber gerade die Einfamilienhausbesitzer sind da schon sensibilisiert. Die wollen schon etwas machen. Aber man muss immer abwägen, die Finanzen, die Wirtschaftlichkeit. Und da gibt es noch ein bisschen Unterschiede. Also man kann im Prinzip sagen, die Natur, jetzt die Psychologie, die schafft genau. Längerfristig. Und dann fragen wir doch gerade den Hausbesitzer, den Einfamilienhausbesitzer, Herr Gmür,
Ist das so? Also sind Sie selber interessiert oder ist es eben Ich glaube schon, dass die, die das erlebt haben, interessiert sind. Aber zuerst möchte ich danken für die Einladung, weil ich erlebe immer, dass ich hier auch erlebe, wir werden nicht nur noch als Zaungäste, wir sind die zahlenden Gäste, die Eigentümer, wir zahlen den Schmarrn, oder? Wir werden nach, vor 8 Jahren war die Erdbebenversicherung, die hat den Zuweg beschlossen. Wir haben jetzt erfolgreich dagegen gekämpft, 10 Jahre mit den Kantonen, und die kommt jetzt noch länger nicht. Aber da auch wurden wir nicht eingeladen, hier sind wir immerhin noch im Podium. Danke vielmals, oder? Man muss mit Bescheidenheit leben, oder? Genau. Also Tatsache ist natürlich, dass so ein Unglück. Ich bin aufgewachsen als Bergbauernbub in der Lawinezone, und mein Großvater hat immer gesagt, hier kommt dann die Lawine mal. Die ist jetzt 100 Jahre nicht mehr gekommen, aber die kommt. Und die Gemeinde hat das Land verkauft. Ich appelliere an die Gemeinden, oder? Die können doch nicht Sachen einzonen und dann hat der Eigentümer das Problem. Das geht mit dem Wasser so, das war in Thun so, man wusste, dass dort ein Problem ist mit dem Wasser, und dann zahlen die Versicherung, danke vielmals Ihnen für das Zahlen, also nicht für Sie persönlich, aber Tatsache ist, man muss die schützen, aber er schlagt die nicht mit Vorschriften. Oder ich höre immer Normen und Vorschriften. Ja, am Schluss kommen noch die vielen SIA-Normen und die begreife nicht einmal ich. Ja, das soll sich ja ändern, und wir haben ja vorhin gesehen, wie diese Normen entstehen. Was sagen Sie jetzt zu diesem Vorwurf, dass da die Gebäudeeigentümer mit Normen überschüttet werden, die sie nicht verstehen? Ich denke, bei den Neubauten letztlich ist es natürlich bei den Architekten und Planenden auch, oder? Und wenn bei der Umsetzung von Objektschutzmaßnahmen ist es auch ein Abwägen. Ich habe das Beispiel von der Mitfinanzierung gebracht, die auch erfolgt. Es ist nicht so, dass alles bei den Gebäudeeigentümern liegt, sondern dass das ein Zusammenspiel, wie es auch Herr Loth gesagt hat, sein muss. Ich denke aber auch, aus meiner Sicht eben die Umsetzung, die Grundlagen sind vorhanden, Normen sind teilweise lückenhaft und man kann sich auch noch so hindurch bewegen. Ich denke, das ist Problem. Es ist wirklich die Umsetzung das Problem. Und es ist bei den Bestandesbauten gibt es sicherlich mehr Diskussionsbedarf als bei den Neubauten, das aber ist klar. Sie weg, aber auch dort, das hieß der, auch dort haben Sie durchaus haben Sie Lösungen, die wirtschaftlich sein können. Herr Gmür, nicht Sie müssen die Norm verstehen, sondern der Planer und der Architekt. Und dort muss jetzt das Gespräch stattfinden. Und das findet nicht statt, weil der Architekt eine Sicht hat, Ästhetik. Egal wo und wie, aber Ästhetik. Und der Eigentümer, der will eigentlich ein schönes Haus, aber auch ein sicheres Haus. Weil wenn es dann passiert, dann kann es sehr schlimm sein. Und Prävention sollte vor dem Ereignis passieren. Sonst ist es nicht mehr Prävention, es ist eine Schadenbehebung. Aber Sie haben ja, wir haben immer hier 335.000 Mitglieder, davon 130.000 Mehrfamilienhäuser. Und 60% der Mietwohnungen gehören den Privaten, nicht den Investoren, sind die großen Privaten. Und die sagen mir dann immer, der Architekt kam, der hat mich mit Normen erschlagen. Ist das Gesetz? Da sage ich, nein, das ist kein Gesetz, das sind Normen. Ja, was muss ich jetzt machen? Ja, gut, wir müssen schauen. Also, wie sage ich es meinen Kindern? Oder? Das ist ja klar, ich bin Ökonom, ich verstehe doch nicht diese Normen. Und die werden wirklich erschlagen mit den Normen. Die klagen richtig. Also wir kommen darauf sicher noch zu sprechen. Zunächst natürlich noch eine Frage ans Bundesamt für Umwelt. Ich meine, Sie sind ja die akademische sozusagen Instanz, die dann die Daten liefert, Zusammenarbeit natürlich mit anderen Büros, wo Sie diese Daten erheben und dann sagen, so, das ist die Gefahr und jetzt schaut selber, respektive muss dann das eben umgesetzt werden, weil der Bund hat einerseits zwar Vorschriften, aber andererseits hat er nicht die Möglichkeit, dann im Detail das auch zu kontrollieren, ob er sich das durchsetzt oder nicht. Oder? Also erstens, ich bin auch Hauseigentümer. Hoffentlich. Und teile Ihre Ansicht. Mit einer Gefahrenkarte kann man das Wasser nicht an der Hausschwelle aufhalten. Das ist ganz klar. Aber Sie haben etwas Wichtiges gesagt. Und das teile ich zu 100%. Sie haben gesagt, Ihr Vater, der wusste noch, wo die Lawinen runterkommen. Und das ist genau der Anfang, was wir machen. Wir wollen nicht perfekte Gefahrengrundlagen erarbeiten. Wir könnten noch viel mehr Geld investieren, noch viel mehr forschen. Wir wissen ja gar nicht, was mit dem Klima passiert, in welche Richtung das geht. Wir wissen nicht, ob ein 500-jährliches Ereignis in Zofingen jetzt 500-jährig ist oder nur 50-jährig.
Nein, wir können und wir müssen Grundlagen erarbeiten, nach bestem Wissen und Gewissen. Wir wissen, dass die Gefahrenkarten eine gute Grundlage sind, aber die Umsetzung dieser Grundlage, ich denke, alles beginnt bei der Sensibilisierung. Und zwar Sensibilisierung, eben wie gesagt, vom Hauseigentümer bis hin zum Architekten, über die Versicherungen und, und. Erst dann können wir aktiv werden. Ich glaube, das ist der zweite Punkt, den wir diskutieren möchten. Also die Durchsetzung, ich sehe, es hängt eigentlich daran. Ich sage, wenn wir in der Fliegerei anschauen, ist eine der wahrscheinlich der sichersten Transportmittel. Weshalb? Weil eben ganz klare, straffe Normen gelten, von A bis Z, von der ersten Schraube bis zum Pilotenausbildung. Und offenbar funktioniert da irgendwo in dieser Kette vom Bauen funktioniert diese Umsetzung nicht. Also wäre, Herr Rossi, wieder, wäre eine, müsste man plädieren darauf, dass man eben noch schärfer und klarer sanktioniert? Nein, ich denke, es kommt nicht via Sanktion. Aber Prävention ist ein schwieriges Geschäft. Alle wissen, dass Rauchen schlecht ist und es gibt immer noch 30%, die rauchen. Also ein ganz schwieriges Geschäft. Und jetzt müssen Sie Hauseigentümer überzeugen, dass da der Beton irgendwie nicht sicher ist. Sehr schwieriges Geschäft, aber ich bin wirklich der festen Meinung, das ist Zusammenarbeit. Zusammenarbeit mit Bauherr oder Eigentümer, mit Architektplaner, mit den Gemeinden, mit den Behörden und auch mit den Versicherungen. Wir haben es gehört, die Gebäudeversicherungen, die finanzieren massiv Präventionsmaßnahmen. Und wenn man da zusammen spricht und konsequent da rangeht, dann werden alle glücklich sein, auch unsere über 2 Millionen Gebäudeeigentümer, die wir haben. Herr Biri, im Straßenverkehr, wenn ich bei Rot über die Kreuzung fahre, dann werde ich gebüßt. Sie sind eine private Versicherung. Können Sie beispielsweise mit den Prämien büßen? Also wir könnten mit den Prämien büßen. Wir machen das in den wenigsten Fällen. Weil wenn die Gemeinde oder der Kanton die Baubewilligung erteilt hat, dann versichern wir die Gebäude. Grundsätzlich mal. Also die Gemeinde, das ist ja... Aber wenn wir natürlich laufend Schäden haben, den Gebäuden, dann machen wir natürlich schon Vorschriften, sagen, jetzt musst du halt eine Rückstabklappe einbauen. Sonst wollen wir das nicht mehr versichern. Wobei wir haben natürlich nicht die gleichen Voraussetzungen wie die kantonalen Gebäudeversicherungen. Wenn Sie mit der Basler nicht zufrieden sind, dann gehen Sie zur AXA oder zur Allianz oder wie sie alle heißen. Und dort bekommen Sie dann den Versicherungsschutz wieder. Wir haben also nicht die gleichen Mittel wie die kantonalen Gebäudeversicherungen, die einfach Vorschriften machen können. Und koste es, was es wolle, und der Kunde oder der Hauseigentümer muss das bezahlen. Wobei, muss ich also echt einschreiten. Das ist ein unschönes Gespräch, das wir da führen. Erstens, die Prämien der Gebäudeversicherungen, Kantone mit den Gebäudeversicherungen, ist halb so teuer wie die anderen. Erstens. Zweitens, wenn nach einem Schaden wir irgendwelche Schutzmaßnahmen empfehlen, finanzieren wir diese. Wir haben es gehört, zwischen 5-50%. Und das ist der Bonus, das ist kein Malus. Und der Kunde, der ist zu 100% gedeckt, auch wenn es dreimal nacheinander wieder scheiden geht und die Prämie geht nicht drauf. Mhm. Ja gut, also aber bei uns auch nicht. Ja, aber das ist ja natürlich positiv, das ist ein Monopol, oder? Und ihr setzt staatlich, wenn er sagt, die Prämie fest. Und ich staune manchmal, ja, ob es so viel sein müsste, aber das kann ich nicht. Aber Herr Gmür, das ist alles falsch, was Sie sagen. Sorry, es ist nicht der Staat, der die Prämie festlegt, sondern der Schaden, das Schadenpotenzial und die Schäden. Aufgrund der die Gebäudeversicherung machen keinen Gewinn, sie schütten nicht aus, nicht haben keinen Verkauf, die Solidarität zwischen den Versicherten. Jetzt kommt also ein wichtiges Thema, die Solidarität. Sie dürfen nachher auch reden, Herr Bucher. Ich will nur eine Frage stellen, weil die Zeit liegt. Weil ich wollte eben gerade überleiten zur letzten Frage. Solidarität ist ein großer, wichtiger Punkt. Wir befinden uns aber möglicherweise heute in einer Zeit eines Wertewandels. Die Liberalität wird wieder groß geschrieben in verschiedenen Bereichen. Ist jetzt das Modell eben gescheitert von der Idee der kantonalen Gebäudeversicherung, dass alle bezahlen, oder finden Sie, das sollte weitergeführt werden? Nein, gescheitert nicht. Es ist ein gutes System. Aber es kann ja nicht sein, dass ich an einem seriösen
Ort baue, wo gar nie passiert, und finanziere da ihr Ferienhaus, oder? Das in einem Lawinenkeller, da habe ich Mühe, das kann ja nicht angehen, dass man so viel, da kommen wieder die Gemeinden ins Spiel, so viel erlaubt hat zu bauen, wo man nicht bauen sollte, darum sind die Fahrengarten so. Wir werden ja nicht gebüßt, die Eigentümer, aber wir haben einen Eigenmietwert, das ist genug Buße. Aber Tatsache ist schon, dass die Entsolidarisierung stattfindet. Und ich bin jetzt ein bisschen älter und darüber sage, ja, aber wenn ich meine Kinder höre, sage ich, oh, das braucht es so nicht mehr. Das wird eine Diskussion geben in den nächsten 10 Jahren. Sind Sie sich eigentlich bewusst, sowohl beim BAFU wie auch bei Ihnen, bei Ernst Basel und Partner, wenn Sie solche Karten, solche Vorschriften machen, was da hinten dann definitiv abgeht? Absolut sind wir uns dessen bewusst. Gefahrenkartierung ist nicht etwas Neues. Bei den Lawinen hat man bereits in den 50er Jahren damit begonnen, das zu kartieren und sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich bin oft auch im Ausland. Und wenn ich dann unsere Kollegen im Ausland höre, die Situation in Deutschland oder Österreich, wie dort umgegangen wird und wie dort dann die betroffene Bevölkerung darunter leidet, dass wir eben nicht so ein gutes Versicherungssystem haben wie die Schweiz und sie neidvoll auf uns schauen, muss ich sagen, so schlecht ist unser System gar nicht. Also tut nicht so. Aber es ist viel besser. Das würde ich auch sagen, sonst könnten wir jetzt in den Lawinen, also nicht in den Lawinengebieten, aber in den Bergen, Wallis oder Graubünden oder sogar im Tessin, in gewissen Orten, könnte man die Versicherungsprämie nicht mehr bezahlen. Analog dem Rhein entlang oder so. Also als Bergler bin ich da einverstanden. Ich sage einfach, betrachte die Zukunft. Das haben Sie in der privaten Versicherung erlebt, die Entsolidarisierung. Und die kommt breitweise. Ausland, boah, das ist grauenhaft. Gut, wir sind ja schon am Ende, aber ich möchte noch mit einer Abschlussfrage schnell durchgehen. Haben Sie ein Haus, respektive hatten Sie schon mal Schäden? Ich habe kein Haus und ich hatte noch nie Schäden. Gut gebaut und Sie kennen natürlich die Normen. Von dort her gesehen. Genau, und ich kann die Gefahrenkarten lesen. Herr Rossi? Ich habe ein Haus und ich hatte einen Schaden, aber Rückstau. Somit kam nicht die kantonale Gebäudeversicherung zum Zug, sondern die private. Und ich muss sagen, die Schadenabwicklung war tipptopp. Dankeschön. Ich habe ein Haus, hatte die Gefahrenkarte Oberflächenabfluss gesehen, dass mein Haus betroffen ist. Ich habe das nicht geglaubt. Und vor 2 Jahren hatte ich einen Schaden. Sie haben an Ihre eigene Karte nicht geglaubt, da müssen wir nochmals investieren. Ich habe ein Haus seit 35 Jahren und wir hatten einen kleinen Schaden, auch eine Überschwemmung. Seither bei Wetteralarm schließe ich diese Luftschutztüre und dann habe ich keine Probleme mehr. Eine typische Präventivmaßnahme. Genau. Habe zufällig ein Haus. Das kann ich mir vorstellen. Ja, hatte einmal einen kleinen Schaden, Hagel. Da habe ich gesehen, das habe ich erlebt. Das jetzige System klappt und ist gut, aber die Zukunft... Fragezeichen. Gut, dann hoffen wir alle auf wenig oder keine Schäden, respektive eben auf gute Prävention und wenn das nichts nützt, auf gute Versicherungen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, danke Ihnen fürs Zuhören. Merci. Herzlichen Dank.